Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es nach langer Zeit mal wieder einen Tag, denn ich wurde von der lieben Christine vom Kanal Bukropolis getaggt. Ich verlinke euch ihren Kanal mal in der Infobox. Ein Blick auf ihren Kanal lohnt sich auf jeden Fall. Ich liebe ihre Videos einfach sehr und schaue die immer relativ schnell, nachdem sie sie online gestellt hat. Deswegen schaut auch gerne mal bei ihr vorbei. Und es geht um den Tag ab in den Frühling, was ja sehr passend ist, da ja der Frühling startet. Und ich will eigentlich gar nicht lang drum herum reden, sondern direkt mit der ersten Frage starten. Erstens, Frühlingsanfang. Auf welche Neuerscheinung freust du dich besonders? Da muss ich ehrlicherweise gestehen, ich habe momentan absolut gar keinen Plan, wann welche Bücher erscheinen. Ich wollte mir irgendwann mal eine Liste anlegen, aber irgendwie komme ich da nicht hinterher, weil es andauernd irgendwelche Cover-Reels oder keine Ahnung, die Bücher doch schon erschienen sind oder erscheinen, weil ich es einfach nicht auf dem Plan hatte. Aber es gibt auf jeden Fall zwei Bücher, auf die ich mich sehr doll freue. Zum einen ist das Bedia Nummer 2 von Julia Dippel. Das erscheint ja, glaube ich, im Oktober oder November. War ja mal für den Sommer gedacht, aber erscheint jetzt erst im Herbst. Ist jetzt nicht so schlimm, dann warte ich halt einfach so lange und reread die anderen Bücher von Julia Dippel. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, denn ich liebe Belial und bin sehr gespannt, wie die Dilogie weitergehen wird. Denn der zweite Band spielt ja nach der Isara-Reihe, der erste Band vor der Isara-Reihe. Deswegen finde ich das, ich finde die Idee einfach mega cool und freue mich da auf jeden Fall ganz doll drauf. Dann ist mir gerade eben noch eingefallen, erscheint ja Crushing Ice von Tammy Fischer. Da bin ich auch schon sehr drauf gespannt, weil Summer on Brickham fand ich im vierten Teil schon sehr amüsant und ich glaube, das könnte echt witzig werden. Deswegen bin ich gespannt, wie mir der fünfte und auch finale Band dann gefallen wird. Und erst kürzlich angeteasert wurde, beziehungsweise erwähnt, gezeigt wurde, dass Fühle mich unendlich von Katinka Enkel erscheinen wird. Ein vierter Band, der Finde mich jetzt Reihe, ich weiß nicht, wie der Titelreihe, der Reihenname für. Dafür ist. Auf jeden Fall der vierte Band und da geht es um Sophie und Philipp, meine ich. Ich habe die Reihe noch nicht ganz gelesen, aber ich finde den ersten Band grandios und ich liebe die Bücher von Katinka Engel sowieso. Deswegen, ja, bin ich froh, dass es da auch Nachschub geben wird von ihr, wenn ich dann mal alle ihre Bücher gelesen habe, was auch nicht mehr so viele sind. Ich habe noch drei ungelesene Bücher von ihr. Dann habe ich alle Bücher von ihr gelesen. Falls ihr da mal irgendwelche Ideen habt, welche Neuerscheinungen es dieses Jahr noch so gibt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht kriege ich dann so langsam mal wieder Überblick, wann was erscheint und von wem überhaupt. Zweitens, Frühjahrsmüdigkeit. Welches Buch fandest du zu langatmig, hat dich ermüdet? Und das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, denn ich habe ein Buch in letzter Zeit gelesen, was ich am Ende doch weggesuchtet habe, aber ich fand das sehr ermüdend und den Einstieg sehr, sehr schwer. Und zwar geht es um Die Verlobten des Winters, die Spiegelreisende von Christel Dabou. Ich will eigentlich gar nicht mehr so viel zu dem Buch erzählen. Ich habe es, ich glaube, im März noch beenden können. Sehr schwierig mit dem Buch, muss ich gestehen. Also der Anfang, so die ersten 200 Seiten, war, es waren nicht nur die ersten 200 Seiten, das war das ganze Buch über, es war irgendwie schon so ein bisschen ermüdend. Thorn, den Protagonisten, mochte ich irgendwie so gar nicht. Ophelia fand ich schon irgendwie interessant, aber so richtig catchen konnte sie mich auch nicht. Ich fand aber ihre Entwicklung interessant. Ich finde die Idee an sich total interessant und ich fand das Ende gut. Aber der Rest fand ich eher langatmig und auch ein bisschen ermüdend. Deswegen das Buch an der Stelle. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die Reihe weiterlesen werde, aber ich glaube, ich werde mir den zweiten Band einfach in der Bibliothek ausleihen und dann mal weiterschauen. Drittens, Die Blumen blühen. Zeige ein Buch, dessen Cover sehr bunt ist. Ich bin durch mein Bücherregal gegangen und habe mal geschaut, was für Cover ich hier habe. Ich habe tatsächlich gar nicht so extrem viele bunte Bücher in meinem Bücherregal, aber ein Cover habe ich gefunden, was für meine Verhältnisse des Bücherregals recht bunt ist, und zwar New Promises. Es ist halt pastellig eher. Aber es hat halt sehr viele verschiedene Farben. Es ist halt nicht knallig, aber ich habe sehr wenig bunte, knallige Bücher. Meistens haben die eine so knallige Farbe, aber sind halt eben nicht bunt. Deswegen an der Stelle dieses Buch. Ist übrigens das Buch, was mir aus der Reihe am wenigsten gefallen hat, weil ich einfach mit Cole nicht warm geworden bin. Nur mal so an der Stelle. Ich fand es nicht schlecht, aber es ist nicht mein liebster Band aus der Reihe. Weiter mit der vierten Frage. Viertens, Frühjahrsputz. Welches Buch, welche Bücher möchtest du aussortieren?
Ja, da musste ich ein bisschen gucken, weil ich meine Bücher immer recht zeitnah aussortiere und auch weggebe. Je nachdem, entweder verkaufe ich sie irgendwie über eBay Kleinanzeigen oder Vinted oder ich packe einfach ein Rebuy oder Momox-Paket, dann sind die Bücher weg oder ich stelle sie in den Bücherschrank. Ich habe aber ein Buch da, was ich aussortieren werde. Das habe ich aber vor kurzem erst gelesen. Und zwar Hold on Tight, nee, Until the End, Rock und Trisha von Abby Kleins. Ich habe auch noch weitere Bände der Reihe hier. Ich werde auch die Spielreisende aussortieren. Aber das sind, wenn ich sie nochmal lesen werde, kann ich sie mir auch irgendwo ausleihen oder nochmal günstig kaufen für 1, 2 Euro. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich die Bücher noch einmal lesen werde. Deswegen dürfen die Bücher ausziehen und sich ein neues Zuhause suchen. Frage Nummer 5. Frühlingsgefühle. Für welche Protagonistin, welchen Protagonisten bist du während des Lesens selbst ins Schwärmen geraten? Die Frage ist mir gar nicht leicht gefallen. Ich hätte euch Bücher zeigen können, die ich schon das ein oder andere Mal erwähnt habe, wenn es auch um den Protagonisten ging. Aber ich musste auch irgendwie an Anthony aus Tryon Trust erinnern. Irgendwie mochte ich ihn von seiner Art her super, super gerne. Also ein absoluter Good Guy, der für seine Menschen oder für die Menschen, die er liebt, irgendwie nur das Beste möchte, es aber auch nicht so einfach hatte. Und irgendwie, ja, ich mag einfach irgendwie, wie er ist. Und ich habe mich, glaube ich, in Anthony vor Matilda verliebt. Ich fand ihn einfach grandios, wie er mit Matilda umgegangen ist und mit vielen anderen Sachen. Ich mag Anthony einfach sehr gerne. Ich weiß, dass dieses Buch nicht von allen geliebt wird, aber ich mochte es unfassbar gerne und ist auch mein liebster Band aus der Trilogie. Sechstens, es riecht nach Frühling. Welches Buch konntest du nicht mehr aus der Hand legen, hast du eingeatmet? Da gibt es einige. Es gibt auch in letzter Zeit einige, habe ich ein paar Tage gebraucht, um reinzukommen und dann habe ich es aber an einem Stück weggelesen. Und das war unter anderem auch Where the Waves Rise Higher von Cathinka Engel. Das ist der zweite Band der Trilogie und hier geht es um Nessa und um Boyd. Und ich habe währenddessen noch ein anderes Buch gelesen, was irgendwie ein bisschen mehr Vorrang hatte. Deswegen habe ich irgendwie die ersten zwei Abschnitte sehr wenig gelesen und dann irgendwie die letzten zwei Drittel an einem Tag gelesen, weil ich wissen wollte, was zwischen Nessa und Boyd noch passiert, was da vorgefallen ist und wie das Ganze ausgeht. Und ja, ich muss aber sagen, ich mag den ersten Band lieber, aber ich liebe auch diesen Band hier und bin sehr gespannt auf den dritten Band, wo es dann um die jüngste der Schwestern geht. Aber das habe ich wirklich, ja, das letzte Drittel, die letzten zwei Drittel habe ich wirklich eingeatmet und weggesuchtet. Aber das passiert mir momentan bei sehr vielen Büchern, ehrlich gesagt. Aber das ist das Beste davon. Siebtens, ohne Bienen, ohne mich. Zeige ein Buch, auf das du nicht verzichten kannst. Ist mir sehr schwer gefallen, die Frage, aber es gibt ein Buch, was ich jetzt schon dreimal gelesen habe und immer wieder lesen würde, und zwar Isara, das ewige Feuer von Julia Dippel. Ich würde die ganze Reihe mitnehmen. Ich würde am liebsten mein Kindle mitnehmen, dann habe ich ein Buch und kann mir da ganz viele Bücher runterladen. Ich würde, ohne dieses Buch könnte ich, also es gibt noch mehr, aber das ist auf jeden Fall das, woran ich als erstes denken muss. Es gibt auf jeden Fall noch mehr Bücher, ohne die ich nicht könnte. Ich glaube, ich könnte nicht ohne meine Pretty Nice See Cherry Bücher, zumindest die, die ich gelesen habe, finde sie grandios. Emma Scott Bücher, Cathinka Engel Bücher. Es gibt super, super viele Bücher, ohne die ich nicht könnte, aber das ist mir eben als erstes eingefallen. Deswegen durfte Isara hier gezeigt werden. Achtens, Vogelgezwitscher. Welches Buch, über das jeder spricht und das sehr gehypt wurde, gefällt dir überhaupt nicht? Ich habe länger drüber nachgedacht. Ich habe die Bücher dann aber auch nicht mehr hier, wenn sie mir nicht gefallen haben. Deswegen fällt mir das manchmal ein bisschen schwer, mir da ein Buch zu überlegen. Ich habe auch kein konkretes Buch, aber es sind die Colleen Hoover Bücher. Die, die ich gelesen habe, waren jetzt nicht so viele, aber zum Beispiel Verity. Ich weiß, dass Verity, es wurde irgendwie gehypt, aber es mochte trotzdem nicht jeder. Es ist aber auch einfach Geschmackssache. Ich fand die Idee wirklich grandios, aber die Umsetzung hat mir einfach nicht gefallen. Deswegen würde ich an der Stelle einfach Verity von Colleen Hoover nennen. Ich habe mir aber inzwischen schon zwei Bücher in der Bibliothek ausgeliehen als E-Book, die ich demnächst lesen möchte, um herauszufinden, ob vielleicht die neueren Colleen Hoover Bücher ohne irgendwelche paranormalen oder Thrill-Elementen was für mich sind. Mal gucken, ob mich Colleen Hoover doch vielleicht irgendwie noch abholen kann. Und davon werde ich euch auf jeden Fall berichten, wenn ich es dann gelesen habe. Aber ich würde sagen, Verity ist ein Buch, was mir nicht gefallen hat, was aber dennoch von sehr vielen gehypt wurde. Es gibt bestimmt auch noch andere Bücher, die mir nicht gefallen haben, die gehypt wurden, aber da komme ich jetzt aktuell einfach nicht drauf.
weil ich die Bücher nicht mehr hier zu Hause stehen habe und dann habe ich sie nicht mehr visuell vor Augen. Neuntens, die Tage werden wieder länger. Zeige ein Buch mit den meisten Seiten. Ja, ich habe tatsächlich gar nicht so extrem viele dicke Bücher hier, aber das mit den meisten Seiten würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest habe ich kein anderes gefunden. Ich bin ehrlich gesagt aber auch nicht jedes Buch durch, aber es hat knapp über 700 Seiten, ist Tintenblut von Cornelia Funke. Ja, ist eine Reihe, die müsste ich unbedingt mal wieder lesen. Ich muss sagen, dieser Band sieht noch sehr gut aus, im Gegensatz zum ersten Band, wo ein dickes Cover irgendwie schon so halb, also das Cover halb abhängt irgendwie, weil ich das schon so oft gelesen habe. Aber den zweiten und den dritten Band habe ich tatsächlich nur einmal gelesen. Möchte ich aber demnächst nochmal lesen, weil ich die Reihe vor einigen Jahren, es sind wirklich einige Jahre, vielleicht so 15 Jahre, ja, kommt ungefähr vielleicht hin. Als der erste Band erschienen ist in dieser Auflage, habe ich die komplette Reihe gelesen nach und nach. Ich weiß gar nicht, wann dieses Buch hier erschienen ist. Ich könnte ja mal nachschauen. Auf jeden Fall habe ich die Reihe geliebt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich sie gelesen habe. Den Film von Tinten, ja, den Film fand ich furchtbar. Das Buch ist 2005 erschienen, ja, also auch schon ein bisschen länger her. Aber es kommt nicht, ja, doch, es kommt hin, dass ich es direkt nach Erscheinen gelesen habe. 2005 war ich nämlich irgendwie in der fünften, sechsten Klasse. Da kommt es schon hin, dass ich das gelesen habe. Ja, das ist das Buch mit den meisten Seiten. Das dickste Buch, was ich hier gehabt habe, aber schon gelesen habe, tatsächlich. Und die letzte Frage ist, zehntens, Heuschnupfen, nenne ein Buch, das dir die Tränen in die Augen getrieben hat, weil es entweder so lustig oder so traurig war. Naja, wenn ich draußen lese, dann treiben mir alle Bücher Tränen in die Augen, weil ich nämlich Heuschnupfen habe, passenderweise zu der Frage. Ehrlich gesagt, habe ich jetzt gar kein Buch hier liegen, weil es unfassbar viele Bücher sind. Es wäre Where the Woods Grow Stronger von Katinka Engel, weil mich einfach dieses Thema, was sie da drin verarbeitet hat, auf irgendeine Weise irgendwie sehr berührt hat, mich getroffen hat und ich konnte mit der Protagonistin auf irgendeine Weise irgendwie total mitfühlen und deswegen hat sie mir dort vor Mitgefühl und auch Traurigkeit irgendwie die Tränen in die Augen getrieben. Ich glaube, wenn es um witzige Bücher geht, dann ist es auf jeden Fall Piper Rain mit ihrer Bailey-Serie, die mir die ein oder andere Tränen vor Witzigkeit, vor Freude, Humor in die Augen getrieben hat, weil die Familie einfach unfassbar witzig ist. Pretty Nixie Cherry treibt mir bei jedem Buch die Tränen in die Augen, weil sie einfach so traurige Bücher schreibt und einen so mitreißen kann mit den Emotionen der Protagonisten, dass man so sehr mitfühlt, dass man da auch mal Tränen verdrückt. Deswegen, ich kann hier nicht unbedingt ein Buch zeigen. Es fällt mir auf jeden Fall sehr schwer. Aber das sind so die Bücher, die mir da auf jeden Fall erstmal einfallen. Ja, dann sind wir am Ende von dem Tag angekommen. Ich möchte noch jemanden taggen. Ich weiß noch nicht wen, deswegen schreibe ich das in die Infobox. Aber wenn ihr nicht genannt wurdet, es darf jeder mitmachen, der Lust hat auf diesen Tag. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt mir kurz hier unter das Video, wenn ihr mitgemacht habt oder irgendwo anders. Dann kann ich da auch sehr gerne vorbeischauen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare die Fragen beantworten. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.